Sie können in WAVI Profi 3 in der Rabattoption auch die Funktion Aufs Haus aufrufen, die Sie unter Punkt 7 finden. Auch hier können Sie Aufs Haus auf alle Artikel oder auf den markierten Artikel, auf den Sie gerade stehen, anwenden. Wenn wir nun sagen, dass unser Musterartikel 2, der 14,99 € kostet, aufs Haus gehen soll, dann wird dementsprechend ein Rabatt von 14,99 € eingetragen, der diesen Artikel alleinig betrifft. Ich entferne nun den Rabatt und mache das Ganze jetzt neu. Ich sage auf alle Artikel und nun sage ich aufs Haus. Ich klicke Übernehmen an. Und was passiert jetzt? Jetzt wird, wie ich eben gerade genannt habe, ein sogenannter Preisnachlass zusammengebaut, und zwar in Höhe der Zahlbeträge unter Berücksichtigung der verkauften Artikel und deren Mehrwertsteuersätzen. Das heißt, wir haben einen aufs Haus, also einen Nachlass in Höhe von 7% generiert, der diesen Artikel entspricht, und einen 90% Nachlass generiert, der die Position 1 und 2 entspricht, in der Gesamtsumme 35,99 €, was auch dieser aufs Haus Rabatt mit 19% genau getan hat. Somit haben wir einen Nullbon. Empfehlen würde ich Ihnen vielleicht die Information, dass Sie sagen, ich lege hier eine Zusatzinformation mit an. Warum? Damit Sie eventuell später mal gegenüber einem Prüfer oder wie auch immer reproduzieren können, warum Sie diesen Verkauf aufs Haus gemacht haben, das heißt, warum der Kunde die Artikel quasi umsonst bekommen hat. Weil dann können Sie es nämlich schön reproduzieren und wie gesagt, bei einem Prüfer eben auch. Und das wäre schon wichtig.